den kriege ich geschlagen. Wenn ich mich ein bisschen mehr anstrenge, kriege ich den locker besiegt. Ich kann mich auch einfach schon mit gezogener Waffe reinschleichen, ich Idiot. Okay. Hauptsache, mich sieht keiner. Ja, guck mal, wie gut ich schleichen kann. Als ob du deine Waffe gezogen kriegst. Ja! Ups. Moment mal, hatte der gerade Wein? Was? Oh oh. Ich will die Stachelkeule haben hier. Ah. Irgendjemand hat was ist losgeschrien. Gleich töten sie mich, wetten? Ich hab grad echt Schiss. Vielleicht war es ja auch noch. Wenig Zeit haben, oh. Das zu bereuen. Ich dachte grad, wer sagt denn das jetzt? Hey, Shrike, die Hütte gehört jetzt mir. Willst du dich nochmal mit mir anlegen? Dein Mund wird gezittert, auch wenn ich die nicht sehen kann. Mach, dass du wegkommst. Wir sprechen uns noch. So, jetzt gehen wir mal kurz Gorn suchen. Denn Shrikes Hütte gehört jetzt mir. Gorn, wo versteckst du dich? Sitzt du da irgendwo? Hey, du Söldner. Söldner. Kiste. Ah, da ist er doch, oder? Gorn, mein Freund. Hier, ich hab deine Quest erfüllt, auch wenn es keine Quest war. Shrike hat sich eine andere Hütte gesucht. Gut. Gerade noch hat mich Tarloff darauf angesprochen, dass er dem Burschen das Fell über die Ohren ziehen wollte. Bis später. Ja, bis dann. Mir gehört diese neue Hütte hier. Geil, ich hab eine neue Hütte. Und ich glaube, ich kann sehr leicht rausfinden, wo Shrike hingelaufen ist. Oh, er läuft noch. Da ist eine Truhe. Hä? Oh, die ist schon offen. Ich wollte sie gerade knacken. Ich habe gerade versucht, mit links, rechts die scheiß Truhe zu knacken. Tja, so besiegt man Shrike, ohne Leben zu verlieren. Hä? Hey. Was fehlt jetzt noch? Ah, ja, die Weinreben. Ich wollte kurz gucken, ob ich jetzt welche von dir habe. Sah er fast so aus. Ah, es waren, glaube ich, es waren bestimmt keine. Ach, Mann. Ich habe keine Ahnung, wo es Weintraubenreben her hat. Ich guck einfach nachher vom nächsten Part im Internet nach. Ah, ich weiß, wo seine neue Hütte ist. Vielleicht habe ich im Internet mal Glück und irgendjemand hat es geschrieben, wo die Weintrauben sind. Achso, Moment. Ich werde es mal ganz kurz gucken, ob ich den Lurker besiegt krieg. Und wenn nicht, wovon ich irgendwie ausgehe. Was war denn das gerade für ein Leck? Wenn nicht, wovon ich ausgehe, dann lade ich nochmal und gehe einfach pennen. Und morgen früh fehlt eigentlich nur noch die Prüfung des Vertrauens. Und halt Balorus Waffe. Die mache ich dann als allererstes, soweit ich nachgeguckt habe, wo es Weintrauben gibt. Und sonst, im alten Lager müsste ich eigentlich genug gemacht haben, bis auf die Prüfung des Vertrauens und im neuen Lager auch bis auf eben diese Liste. Weil ich will wissen, was die jetzt meinen mit Sumpflager. Gibt es da jetzt noch andere Quests im Sumpflager? Also noch irgendwie die Frage... Was plant ihr? Obwohl ich das schon lange weiß. Weil eigentlich kriegt man die Quest erst, wenn man fertig ist, wenn man sich irgendwo angeschlossen hat. Das ist dann die allererste Quest. Und die kriegt man auch nur von dem, dem man sich angeschlossen hat. Ah, guck, ich kann ihn verletzen. Und wie viel? Oh. Mit Crits schon. Ah. Seht ihr mal. Er schadet mir nicht, weil ich zu geschickt bin. Also wenn ich einen Crit habe, ich glaube, dann schade ich ihm. Ah, Mann. Das dauert ja ewig. Wow. Verdammte Scheiße. Aber ich habe ihn doch fast gehabt. Ich blick das nicht. Ach genau, ich versuche mit dem Bogen. Das ist eine Idee. Wie viel zieht denn mein Bogen? 40. Ja, einiges mehr. Dann sprinten wir doch nochmal dahinter. Ich bin mir sicher, diesmal schaffen wir es. Auch wenn ich diesmal überhaupt keine Critical Chance habe. Da ist er. Kann ich von hier auch einen Bogen ziehen? Nee, auch kein Schwert. Och man. Aber die Nagelkeule ist auf... Oder wie heißt die Nagelkeule? Ah, ich kann nicht mal nachgucken, solange ich im Wasser bin. Auf jeden Fall das komische Stachelteil da, das... Nagelkeule ist das andere. Stachelteil hier... ist um einiges besser als mein grobes Schwert. So, machen wir ihn richtig kalt.
So, du dummer Dammlurker. Eigentlich kann ich dich wahrscheinlich eh noch nicht killen. Aber ist mir egal. Du bist fällig. Oh. Wer schon nicht mehr treffen würde. Ich meine, so viele Pfeile habe ich jetzt auch nicht, dass ich die alle verschießen kann. Oh. Autsch. Autsch. Ich sollte zumindest mit einer anderen Strategie vor einen Bogen schießen. Ah, gut, dass ich hier gespeichert habe. Nein, ich verdammt dumm, dass ich hier gespeichert habe. Oh, was soll's. Ich meine, wenn es nicht geklappt hätte, hätte ich wieder zurückgehen können. Trifft doch. Dummer Bastard, so viele Pfeile habe ich nicht. Upsala. Zum Glück bin ich schneller als ein dämlicher Lurker. Uiuiui. Toll, mein Bogen ist kaputt. Aber was soll's. Wenn ich es jetzt nicht schaffe mit zwei Schuss, habe ich ein kleines Problem. Und tschüss. Klaue des Dammlurkers. So, jetzt geben wir Homer. Oh, ich weiß nicht mal, wo Homer ist. Jetzt geben wir bei Homer gleich die Quest ab. Aber vor, wenn wir ihn nicht finden gleich, dann gehen wir erstmal zu Laris. Oh Gott! Uff. Da unten ist übrigens ein verlassenes, versunkenes Dörfchen. Es ist so ein richtiges kleines Städtchen. Ich habe keinen Bock, jetzt da runter zu tauchen. Glaube ich. Ich sehe sowieso gerade nichts. Warum ist denn das Wasser hier so trüb? Und außerdem versaufe ich noch, wenn ich so weitermache. Schwimm schneller! Ne, der kann ja nicht mehr hoch. Ja, Pfeife. So, wo ist Homer? Homer. Steht er noch am Damm? Sollte er. Ja, natürlich. Er passt sogar um 3:30 nachts noch auf sein Dämmchen auf. Aber gleich darf er zurück in sein wahres Bettchen und schlafen gehen. Sobald ich ihm die Quest ihr wisst schon. Ich habe das Biest erledigt. Gut. Ich habe schon zusammen mit einigen von Reislords Leuten die Schäden behoben, die es bisher angerichtet hat. Jetzt kann ich mich endlich mal wieder in Ruhe schlafen legen. Sicher. Kein Dank? Nix? Alles klar beim Damm? Steht wie eine Festung. Den kriegt so schnell nichts klein. Ah, scheinbar echt kein Dank. Oh. Na, danke, dass du so dankbar bist. Naja, war ziemlich hartes Vieh. Ich habe, glaube ich, so ziemlich meine ganzen Pfeile verbracht. Oh, nee, so viele gar nicht. Oder vielleicht doch und ich weiß es gar nicht, aber 69 habe ich ja noch. Ha, ha, super. Gerade die Zahl, weißt du. Naja, auf zu Laris. Dann legen wir uns pennen und morgen früh gucken wir mal kurz nach, ob's... Also, offline, also ohne aufzunehmen, gucken wir kurz nach, ob's da wirklich eine Quest gibt. Oder... Was? Warte mal kurz. Wartet mal kurz. Keine Lust, das Vieh nochmal killen zu müssen, wenn ich jetzt gleich aufgenommen werde. Diesmal habe ich doch dazugelernt. So schnell kann doch sonst niemand aufstehen hier. Geil. Reicht das, um bei euch aufgenommen zu werden? Mordrak hat sich für dich eingesetzt, aber du bist noch nicht bereit. Was denn für Aufgaben? Außer diesem dämlichen Geh zum Sumpflager und passt da ein bisschen auf. Und natürlich diese Liste für Ian, die ich jetzt Laris geben... Was? Wen habe ich denn jetzt schon wieder aufgeweckt? Die ich jetzt Laris geben soll, gibt's doch gar keine Aufgaben mehr. Balorus Waffe. Wie gesagt, da muss ich später mal nachgucken. Aufnahme neues Lager, Aufnahme Sumpflager, Aufnahme altes Lager und Prüfung des Vertrauens. Die Prüfung des Vertrauens schließe ich noch ab beim alten Lager und dann ist da wirklich alles weg. Voll geil. Also fast keine Quests mehr. So gehört sich's doch. Also, ich sag dann jetzt schon mal. Ja, ich sag dann jetzt schon mal ciao. Wir haben jetzt entweder 30 oder 31 Parts an einem Tag gemacht und das ist ziemlich viel. Jetzt muss ich erstmal gucken, dass ich die hochgeladen kriege, sonst habe ich keinen Platz mehr auf meinem PC. So, dann kann ich nicht weitermachen. Haha, klasse. Das Problem ist ja, dass es nicht mehr konvertiert. Ich muss also manchmal diese 4 GB Teile hochladen. Das dauert echt die Nacht durch, kann ich euch sagen. Na egal, dann macht's gut. Ciao.